Das Diadens-PCM ist ein Gerät zur Selbstbehandlung aus der russischen Weltraummedizin. Dieses Gerät wurde entwickelt in Russland, um den Menschen zu helfen, die Selbstmedizin bei sich selber und der Familie anzuwenden. Das Gerät ist sehr einfach aufgebaut. Es ist für Privatleute entwickelt worden. Man braucht dazu keine medizinischen Kenntnisse und keine spezielle Schulung. Sie können das Gerät einfach auspacken, die Batterien einlegen und schon geht es los. Im Startmenü, wenn Sie den Startknopf drücken, ein bisschen länger drüben bleiben, dann erscheint das Hauptmenü mit den Punkten Programm, Frequenzen, Med, Screen, Kinder, Einstellungen. Im Programm finden Sie 24 verschiedene voreingestellte Beschwerden, die Sie vielleicht loshaben wollen. Es fängt an mit Allergien, Schmerzen, starken Schmerzen, Blähungen, Dystonie, das sind Befindlichkeitsstörungen. Es geht über Gynäkologie, Blutdruck, Kopf, Hals, Verdauungsprobleme, Husten, Muskelschmerzen und so weiter. Wenn Sie das Programm gefunden haben, das Sie anwenden wollen, bestätigen Sie es mit OK. Dann wird Ihnen die Zone im Display angezeigt, wo das Gerät anzuwenden ist. Dort halten Sie es dann hin und starten mit der Taste Pfeil nach rechts. Hier wird die Power reguliert, also die Intensität, die Stärke. Diese muss mindestens bei 1 eingestellt sein, damit das Gerät zum Laufen kommt. Mit der Zurücktaste oben links landen Sie wieder im Hauptmenü. Dann können Sie auf die Position Frequenzen schalten. Dann gibt es noch eine Weckereinstellung. Die Sprache ist in 5 verschiedenen Sprachen auswählbar: Englisch, Russisch, Tschechisch und Italienisch. Und Sie können sogar noch die Farbe des Displays ändern nach Ihren persönlichen Vorlieben.